Hallo und willkommen zum vierten Part von Sees. Ja, hier sind wir das letzte Mal gelandet und zwar ist es unsere Dauert ewig. Aufgabe, diese Maske zu finden. Moment. Gut. Ich wusste es nicht, weil wenn ich eine falsche Taste drücke, dann wird sich am Ende mein Aufnahmeprogramm beenden. Und zwar Stiehl die Edelsteinmaske. Das wollte ich euch auch mal noch zeigen, dieses Unikat, und zwar das funkelnde Federkleid. Sieht auch, finde ich, sehr, sehr schön aus. Entschuldigung, ich bin ins Mikro gekommen. Würde ich selbst auch tragen, aber ich wüsste jetzt nicht zu was. Also, ja, ich bin zu unfähig dafür. Gucken wir uns sonst so an. Ein unvergessenes Andenken an Lady Christian. Christian? Was, Christian? Freiwillige Jugend von vor dem Unfall, seitdem sie wie besessen für verletzte Vögel sorgt. Okay. Ich hätte jetzt irgendwie Christiana gesagt, aber Christians. Okay. Okay. Der Typ ist ja jetzt da. Fantastisch, all die sterbenden Bettler und eingesperrten Hunde. Außerdem ist er ja auch. Wir könnten ja auch mal hochgehen, ne? Nur, ich glaube, wir können ihn halt nicht K.O. schlagen. Das ist halt der Bullshit. Also jetzt nicht der Was Bullshit, kann sondern ein der bisschen Durst lauter bis machen hier. hierher riechen? Entdecke mich nicht. Ja. Ja. Und, wie geht's euch? Okay. Warum ist denn hier auch so viel Licht? Moment, ich muss mal ganz kurz. Wo war das jetzt? Bin verwirrt. Ich lebe noch. Erstaunlich. Hä? Okay, ich bin gerade verwirrt. Also, es wurde ja gerufen, gerade ein Dieb, ein Dieb. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit gemeint bin. Also jetzt die Bedrohung weg, sozusagen. Also ich weiß, dass der unsere theoretisch ein bisschen gesehen hat. Aber ich habe jetzt Angst. Okay. Der geht jetzt gerade weg. Okay. Ich glaube, ich bin dafür. Oh Gott, ich habe eigentlich immer so gedacht, ja, Clara, du machst ja bestimmt so mit links so ein bisschen, ne? Ach, der ist da bestimmt, ist der da drin? Aha. Da kam der bestimmt raus. Läuft der da jetzt Patrouille? So, drücken wir mal auf 1. Und zwar, wir haben ein neues Dokument. Oh ja, wir haben was gefunden. Huh. Ah, gut. Vetter. 7. Ich fürchte, dieser Brief könnte bei den vielen anderen landen, die oben im Regen verrotten. Beten wir, dass das nicht passiert, weil ich einen delikaten Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. 3. Meine übliche Kittel? Was? Kittel? Die Mittelklasse hat kaum Geschmack und noch weniger Geld.
Also habe ich meine Dienste flussabwärts verkauft. An eine gewisse Madame So-So. Eine Madame im Südviertel Hälfte. Südviertel. Hälfte der Bezahlung im Voraus. Das Ganze ist natürlich gefährlich. Aber das hat mich zu einer veritablen Glanzleistung angespornt. Werter Vetter. Wie gemacht für eine Adelsheimstadt und eine Adelsbörse. Oh, meine nächsten Leistungen sind wieder so super. Mal, ich will nochmal das eine Wort. Knietel. Meine üblichen Knietel. Ich kann mit diesem Wort nichts anfangen, deswegen. Veritable. Neun. Tens oder was auch immer. Die Madame bekommt also eine vergoldete Kopie. Besetzt mit erstklassigem Glas, wie es sich für ein Hure zieht. Das ganze Geld steckt im Original. Ich bewahre es in meiner Werkstatt auf, bis du einen Verkäufer außerhalb dieser stinkenden Stadt findest, die Madame und ihre ergebenen Messerstecher werden es nie erfahren. L. Oben sehen wir ja auch den Namen und ich habe es vergessen, auf Dings zu drücken. Der hat einen komischen Namen, den ich nicht aussprechen kann. So. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Ja, also. Ja, er tut ja auch gerade etwas spotten. Also guck. Wie lange bleibt er eigentlich in dieser Ecke? Wow. Ich verhungere. So, jetzt. Ja, ich weiß, ich lasse mir da lieber Zeit. Ich lasse mir da lieber ein Stück Zeit. Und, hoffe dann, dass ich nicht erwischt werde. Nein, ich will nur da oben das nehmen. Schleicht hier jemand herum? Hier will mir jemand ans Leder! Hilfe! Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Nö, wisst man nicht. Deswegen bin ich so provokant und versteck mich einfach in diesem Schrank und hoffe, dass mich keiner findet. Ja, lauf nur darum. Ja. Ja, suche mich, suche mich. Suche mich. Okay, also jetzt wissen wir auch mal, was passiert, wenn wir sozusagen erwischt werden. So, er ist natürlich immer noch etwas, aufgeregt sozusagen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er mich in dieser Ecke findet. Aber ganz ehrlich, ich gehe jetzt weiter. Es kann nicht sein, dass ich jetzt die ganze Zeit hier unten rumsitze und versuche, ich weiß nicht, in welche Situation da am besten ich versuche rauszugehen. Das Problem ist halt, ich kann ihn auch nicht K.O. schlagen. Na, ja. Das ist blöd. Nein, ich habe eigentlich gedacht, dass er nur hier vorne rumgeht, so ungefähr. Aber nein, er tut natürlich den ganzen Raum abdecken. Mir tut der Rücken weh. Ja. Lauf. So, und dann geht er nämlich darüber. So hungrig. Ja, ich weiß. So. Machen wir jetzt einfach hoch und gut ist. Wisst ihr? Wisst ihr? So, wir tun mal jetzt, wir sind jetzt in dem Juweliergeschäft. So. Wir tun mal spielen. Ja, super, super, duper. Die Stadt geht vor die Hunde. Oh Gott, bin ich jetzt erschrocken. Hey, hat sich da gerade was bewegt? Nein, nee. Ja. Nein, hat sich nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, ich bin darin wirklich nicht die Beste. Aber okay, wir ziehen das jetzt durch und wir hoffen einfach mal, dass es okay wird. Dass wir ein halbwegs ordentliches Display daraus kriegen. War da jetzt hier nicht irgendwo was? Ach, da drüben.
drüben war das. Moment, ich will mal. Warte mal, was habe ich denn für Pfeile? Sieht er mich von hier? Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Warte mal. Ich muss jetzt mal hier. Hä? Nein! Stopp! Nein, warum? Ganz ehrlich, ich lasse mich jetzt töten. Aus dem Grund, weil ich einfach keinen Bock habe, jetzt wegzurennen. Ja, zumindest nicht. War ich oben nochmal in diesem Schrank? Ich hoffe, okay, das wird echt fällig, Clara. So, ich bin jetzt hier oben wieder. Und patrouillieren die? Die Schwermut ist überall. So, wir stehen jetzt nämlich hier im Dunkeln schon mal. Das ist deutlich besser, weil dann kann er uns nicht schon nicht mehr. Da kann er uns wenigstens nicht mehr sehen. Auf zumindest nicht. Oh Gott. Oh, mein Herz schlägt so. Ich habe mich eigentlich jetzt voll auf Steve gefreut, aber ich habe jetzt irgendwie voll Schiss. Aber naja, wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Irgendwas stimmt nicht. Ja, die hat mich gerade fast wieder irgendjemand gesehen. Das Problem ist, ich kenne den die Routen. Boah, das wollte ich gar nicht. Ich kenne deren Routen nicht. Vielleicht schlafe ich heute. Ich weiß halt auch nicht, ob ich die einfach so, soll man sagen, einfach so ausschalten kann, sozusagen. So, wir können ja mal hier so hingehen, weil hier sieht man uns nicht. So, geh mal weiter, komm, go away. So. Ich wurde gerade angeschrieben. So. Dieb. Nein! Oh mein Dings, nein! 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 Du bist doch bekloppt! Oh nein! Oh nein! Okay, wie heilen wir uns gleich nochmal? Okay, mit Haaren. Ah, die Clara hat aber jetzt Scheiße angerichtet mal wieder. Ja. Aber immerhin haben wir es da jetzt hinten dunkel. Ah, ich finde natürlich extrem lustig, dass die Leute das einfach nicht checken, dass ich einfach aus diesem Fenster gesprungen bin. Aber okay. Finde ich gut. Stimmt, wir haben ja noch eine Flasche. Oh. Oh, no. Oh, nein. Geht auch noch höher. Nee. Angeblich kriegen Wachmänner zwei warme Mahlzeiten. Boah, das war aber jetzt haarscharf. Ganz ehrlich. Oh, ich würde die am liebsten alle umbringen. Ich weiß. Düstere Gedanken, aber es ist einfach so. Oh, der bewegt sich ja wirklich gar nicht. Ach, der hat eine Scheißroute. Da kann ich maximal. Ich sollte vielleicht auch ab und zu mal noch zwischendurch sprinten. Wer ist Baron Northcrest? Ich habe den Mann noch nie gesehen. Achso. Cool. So, geh mal wieder in deine andere Ecke. Ich will das Glas stehlen. Ah, da ist ein. Er macht lange Finger und ich sehe ihm dabei zu. Oh
Meine Ecke. So, jetzt dürfte er mich auch noch sehen, wenn ich das Schloss knacke. Okay, ich finde gerade nicht den Stift. Und ich darf keinen Fehler machen. Ich habe so Angst. Oh Gott. Da war er. Nein. Ah. Okay, Moment. Da war er. Weil, wenn ich jetzt einfach den Stift so setze, macht es ein dumpfes Geräusch. Boah, das erschreckt mich jedes Mal. Das ist ein ziemlich schwieriger Safe und ich stehe auch irgendwie ziemlich unter Druck. Ey, wo ist denn der hässliche? Da war der hässliche Stift. Ah! Oh Gott. Okay. Lassen wir erstmal noch vorbei. Oh, wirklich. Oh, wie kann man denn? Das nehme ich mit. Die Windungen des Todes. Oh mein Gott, mein Herz. Verdammter Einbrecher! Hier komm! Ist rein. Ja. Ja, stell dir vor. Stell dir vor, ich bin klüger, als ich aussehe. So, wir schauen uns am besten jetzt erstmal das Sammlerstück an. Ja, natürlich merkt man dieses Spiel nicht so ganz, aber ich hoffe trotzdem, dass wir das Spiel halbwegs gut überstehen. Dieser Armreifen gehört Lady Urien. Na, ja. Wer gibt solchen Leuten Namen? Uriana, deren Gatte in Unmacht fiel und sodann von seinem preisgekrönten Hengst zu Tode getrampelt wurde. Und ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge, weil ich nicht weiß, wie lange ich aufgenommen habe. Und ja, also ihr könnt euch darauf einstellen, dass die Folgen jetzt von vom Fähigkeitsgrad nicht weniger werden. Aber naja, so ist es halt und ich würde jetzt erstmal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.